sind die Brüder oder die Männer des Abts. Ich würde dich freudig grüßen, Bruder, doch werde ich das stechende Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich folgte dem Abt und ließ ihn nicht aus den Augen. Aber die Mönche, seine Diener, niemand ist zu sehen. Sind sie tot? Das glaube ich nicht. Aber in dieser Grabesstille liegt nichts Gutes. Und wo ist der Abt jetzt? In sein Gemächer. Komm, aber sei wachsam. Stinkt es für dich nicht auch nach Verrat, Bruder? Warum sollte der fromme Hirte sich mit der Heretikerin zusammentun? Künebert ist ein Mann, der nach Macht und Einfluss giert. Da Tedmund tot ist, muss er das woanders finden. Das ist wahr. Halte deine Augen offen und deine Klinge bereit. Künebert, deine Gäste sind da. Kommt, das Essen steht bereit. Der liebe Abt schickte mir eine herzliche Einladung. Er sagte, meine Freunde wollten mich sehnlichst sehen. Ich weiß, es ist etwas früh für ein Abendessen, aber Künebert's Ale passt so gut zu gebratenem Lamm und Zimt-Blaubeererbsen. Ich konnte nicht widerstehen. Wo ist mein Bruder? Ist er nicht hier? Mon Dieu, ich habe ihm nichts gesagt. Töte sie, und wir finden Sigurd nie. Setz dich, Eivor. Iss. Und lass mich dir die Geschichte eines Mannes erzählen, der mit Göttern spricht. Du verlachst mich? Ich habe für weniger getötet. Natürlich hast du das. Läuft es nicht so in dieser hässlichen Welt? Wir beide dünnen die Herde aus, wie wir es für sinnvoll erachten. Die meisten auf Erden sind kaum mehr als sprechende Blutblasen. Verschwendetes Fleisch. Doch nicht Sigurd. Sigurd ist anders. Sigurd wurde berührt. Er ist göttlich. Die Götter, sie sprechen durch ihn. Du fängst ihn ein mit dieser Lüge. Deine Worte sind Pest und Galle. Du hättest zuhören sollen, Eivor. Ich versuchte es dir zu sagen, die Götter sind echt und ihre Macht in Reichweite. Du wirst ihn nie finden. Nicht, bis ich alles habe, was ich will. Auf alte Freunde. Das ist köstlich, Künebert. Schmecke ich da Nelken? Nun, damit ist das Abendessen beendet. Tötet sie und bringt ihre Leichen in mein Sanktum in Kantwarebuch. Sie werden bald über uns herfallen. Vielleicht gibt es einen anderen Ausweg. Götter!
Volker verriet, dass ihr Sanktum in Kantwarebuch ist. Ja, und das ohne Not. Ich würde mich dem Ort vorsichtig nähern. Es könnte eine Falle sein. Vielleicht. Aber eine andere Spur haben wir nicht. Ich hoffe, all diese unschuldigen Opfer sind es wert. Es geht um Sigurd, meinen Bruder. Natürlich sind sie das. Na dann komm, tauchen wir hinab in das Maul des Todes. Ich wollte meine Winterjahre ohnehin nicht erleben. Dies wird nicht umsonst sein, Eivor. Wir werden Sigurd finden. Nicht nur ihn. Ich will Volker leiden sehen. Diese Lande der Sommer, Nebel und dunkel träumenden Wälder. Ich sehe Geheimnisse und will Englerland erkunden. Alles. Und doch wendet es sich überall gegen uns, knurrend wie ein Hund in der Enge. Mich hier niedergelassen zu haben, erscheint wie eine schlechte Idee. Vielleicht schreiben die Sterne deinen Weg. Und du wirst dies nie Heimat nennen. Vermisst du das Land deiner Geburt? Ich bin schon lange fort. Doch jenseits der Eitelkeit, Arroganz und Engherzigkeit der Menschen ist es voll wilder Schönheit. Ich würde es gern sehen. Das könntest du. Mein Vater war Architekt, Erbauer von Wundern. Die große Moschee von Samarra war sein Meisterwerk. Ein anderer, der das Spiel des Kalifats besser beherrschte, schmückte sich damit. Mein Vater wurde verstoßen und starb in Armut. Du klingst verbittert. Gab es keine Treue? Geschichten am Herdfeuer? Warme Nächte, weiche Körper oder besondere Begegnungen? Es gibt jene, die würdig sind. Einige wenige, die aus der besudelten Masse ragen. Männer und Frauen mit Weitsicht und Heldenmut. Und Sigurd ist ein solcher Mann? Das ist er. In dieser Hinsicht irrt sich Volke nicht. Ich habe Angst um ihn, Basim. Ich kann nicht ruhen, bis er frei ist. Sei versichert, ich werde es auch nicht. Seit den Tagen der Römer hat der Stellenwert des Lernens in Englerland beträchtlich abgenommen. Die Bücher, die noch bleiben, sind in ihren Kirchen eingeschlossen, versteckt vor den einfachen Leuten. Trell und der Pöbel können nicht lesen. Was würde das auch bringen? Sie könnten es lernen. Die Kirche könnte es ihnen beibringen. Ihnen würde sich so vieles der menschlichen Geschichte eröffnen. Aristoteles, Pythagoras, Euklid, uraltes Wissen, das für alle, außer ein paar engstirnige Betbrüder, verloren ist. Hast du diese Werke persönlich studiert? In meiner Jugend war ich besessen davon, verstehen zu wollen. Ich verbrachte viele Stunden des Tages im Haus der Weisheit in Bagdad. Eine Lernstätte? Eine Bibliothek, gefüllt mit den größten Erkenntnissen der Menschheit. Für einen Jungen, der Antworten sucht, hält sie viele Schätze. Eines Tages verschlang ich im Schneidersitz eine Schrift des großen Astronomen Al-Khwarizmi. Mit einer nicht zu seinem Alter passenden Gewandtheit pflückte der große Meister selbst mir das Papier aus der Hand. Seine Anwesenheit stahl mir die Stimme. Er war freundlich und zugänglich. Er zeigte mir große Wunder der Wissenschaft. Und was lerntest du doch? Was lerntest du dort? Kalender und Berechnung, um Sonne und Mond und 5 Planeten zu bestimmen. Gleichungen, die von Funken göttlicher Intelligenz knisterten. Ich fragte den großen Mann, fühlt es sich so an, Gott zu kennen? Du sahst die Hand deines Gottes in den Runen. Ich fand Weisheit und seitdem suche ich nach mehr. Jenseits von uns selbst gibt es noch unendlich mehr, Eivor. Die meisten bemerken nur einige Sandkörner. Aber ich glaube, einige, wie Sigurd, sehen den endlosen Strom im Stundenglas. Sieht das, was du in Sigurd siehst, vielleicht auch Volke? Ich glaube schon.
Wir werden keine Freunde in Kantwarbuch finden. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Dieser Ort stinkt von priesterlicher Frömmelei. Diese Lande der Sommer, Nebel und dunkel träumenden Wälder. Ich sehe. Hier wimmelt es von Fulkes Leuten. Sigurd wird sicher gut bewacht. Wir sollten uns vorsichtig und unauffällig verhalten. Bereit? Folge mir! Sofort angreifen. Zu den Waffen, Basim! Also sollen wir einfach die Ochsen hineinstolpern? Warum sollte man uns gesamt überlassen? Ich verfluche dich! Sie lockt uns, selbstsicher und überheblich. Eigenes Scheitern hält sie für unmöglich. Ihr fürchterlicher Scharfsinn gibt ihr recht. Was wir dort auch finden, bewahre einen kühlen Kopf. Du tadelst mich wie ein Kind, Basim. Ich schütze dich wie ein Vater. Dein gewaltsames Ende brächte nichts. Du hast in deinem Leben noch viel zu erreichen, das weiß ich. Noch mehr Rätsel, Schlauzunge? Keine Rätsel. Ich spüre Großes in euch beiden. Es ist nicht dein Schicksal, die Steine dieses Gotteshauses mit deinem Blut zu beflecken. Los, ich brauche hier Hilfe. Wenn sie noch hier ist, brenne ich dieses Kestos-Haus nieder. Gute Nacht. Kestos-Haus nieder.
Das muss der Weg zur Volkes Sanctum sein. Dann gehen wir. Zu den Waffen! Du spielst ihr in die Hände. Die Pläne für die große Feste in Westsexe. Hilft uns irgendwas davon, dort einzudringen? Bei Odin, welch krankes Geflecht sie spannen. Für jeden vergossenen Tropfen Blut werde ich ein Methorn mehr nehmen. Einzelheiten zum Orden der Ältesten. Volke hat eine hohe Stellung, ist aber nicht die Anführerin. Diese Wortgeflechte über Elfen und Dämonen bedeuten. Sigurd. Los! Sag, du hast was gefunden? Was Brauchbares? Vielleicht. Eine Feste in Sutzexe. Da bildet der Orden Soldaten aus. Wir müssen sicher sein. Sigurd, bleibt nicht viel Zeit. Sonst irgendwas? Schriften, die für die Verborgenen von Interesse sind. Heitam will sie sicher sehen. Aber was Sigurd betrifft, ist unser einziger Hinweis Portcaster. Wenn er im Kastell von Portcaster ist, werden wir ein riesiges Heer brauchen. Ich habe inzwischen viele Freunde in Engelland. Wenn ich sie bitte, werden sie kommen. Das werden sie. Basim, sie hat ihm den Arm abgeschnitten. Kann man einen solchen Verlust überleben? Körperlich ja. Geistig ist es schwer zu sagen. So etwas kann jemanden in die Verzweiflung treiben. Wenn du meinst, dass er sich wie Tetmund umbringen könnte, verbanne diesen Gedanken. Ich muss meinen Leuten sagen, dass Jarl gefangen bleibt. Das wird ihnen nicht gefallen. Wir werden nicht noch einmal scheitern, Eivor. Ich spähe voraus und sende Kunde zur Siedlung, wenn ich mehr über Portcaster weiß. Sei bereit. Thank you.
Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Mit Freude nehme ich es von dir an. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Mach weiter so und das Land wird von diesen Monstern frei sein. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Wo ist er? Wo ist Sigurd? Er lebt. Aber er ist nicht bei dir? Wo ist er? Dag, nicht jetzt. Ich muss mit Randvi sprechen. Du hast ihn nicht gefunden, oder, Eivor? Sag schon, wir verdienen die Wahrheit. Ich muss mit Randvi sprechen. Geh zur Seite, sofort. Du hast ihn nicht gefunden, weil du ihn nicht gesucht hast. Ich sehe dich, Eivor. Ich weiß, was du bist. Eivor, du kommst allein. Muss ich um Sigurd fürchten? Ich konnte ihn nicht finden. Folge, diese wahnsinnige See, ist entwischt und nahm ihn mit nach Sudsexe. Wir brauchen ein Heer, müssen unsere Bündnisse einfordern und sie an ihren Treueschwur erinnern. Wir müssen handeln, bevor... Bevor was, Eivor? Sie hat ihn gefoltert, Antwi. Ihm unsägliche Dinge angetan, seinen Arm abgetrennt und für uns zurückgelassen. Ich fürchte, sie wird ihn töten. Ganz langsam. Götter. Bleib stehen, Wolfsmal! Es endet jetzt! Dag, dreh dich um und geh. Deine Art ist nicht meine, Eivor. Ich fliehe nicht vor meiner Verantwortung auf der Suche nach Ruhm. Ich stehe meinen Leuten bei. Über viele Monde stand ich an deiner Seite und vertraute auf Sigurds Urteil, weil ich an ihn und sein Vorhaben geglaubt habe. Folge Eivors Befehlen, hat er gesagt. Und das machte ich. Wider besseres Wissen tat ich, was du wolltest. Und wohin hat uns das gebracht? Wir haben keinen Jarl und sehen tatenlos zu, wie du, wie ein aufgeschrecktes Huhn, dem Ruhm nachjagst.
Du hättest im Vertrauen zu mir kommen können, Dark. Aber das ist nun vorbei. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe mich entschieden. Hört mich an! Ich fordere Eivor heraus! Der Sieger führt den Clan, bis Sigurd sicher zurückkehrt. Verschwinde, Dark. Nein! Wir kämpfen bis zum Tod! Einverstanden. Klären wir das. Ah, endlich zeigst du Mut. Sehr gut. Haselt das Feld ein. Dein Schädel wird ein hässlicher Kelch. Bitte, bitte, alle beide. Dem, was ich tun muss. Merkst du denn nicht, was du anrichtest? Darin liegt keine Ehre. Was weißt du schon von Ehre, was Sigurd dich nicht gelehrt hat? Du hingst an seiner Brust und hast ihn zum Sterben zurückgelassen. Ich schenke dir dein Leben. Verlasse diesen Ort und komm nie zurück. Spar dir dein Mitleid und kämpfe! Wie du willst. Du lässt mir keine Wahl. Bitte, bitte, alle weiter! Du hättest warten können. Du hättest mit mir kommen. Du bist ein Nördak. Siehst du, was es dir gebracht hat? Schweig still! Wenn ich Mitgefühl hätte, würde ich es nicht an diesen armen Narren vergeuden. Ich hatte keine Wahl. Ja, der Preis der Respektlosigkeit ist der Tod. Das hast du selbst gesagt. Was er forderte, gabst du ihm. Das sollte reichen, denn ich habe keine Verwendung für einen so zerbrechlichen in meiner Halle der Helden. Er kämpfte für das, woran er glaubte. Hat das keinen Wert? Hat es. Du hast ihn trotzdem getötet. Was ist der wahre Preis der Respektlosigkeit? Die Entscheidung liegt bei dir. Es hätte nicht dazu kommen dürfen, alter Freund. Nimm deine Axt und steige auf zu Odins Halle. Was du auch immer im Leben gesucht hast, würdest du es dort finden? Geht in eure Häuser. Ich bette ihn zur Ruhe. Geht nach Hause! Dark beschuldigte mich des Verrats! Ich hätte meinen Schwur gebrochen! Und das... das war meine Antwort! Ihr sollt die ganze Wahrheit hören. Niemand wünscht sich Sigurds sichere Rückkehr mehr als ich. Das wisst ihr. Ihr wisst es. Ihr alle! Und ich verbrenne die Felder! Und staue die Flüsse von Westsexe und finde ihn!
Das schwöre ich! Das ist mein Eid. Ich finde Sigurd. Ihr werdet nicht ohne Jarl sein. Ihr habt mein Wort. Dark, du hast gelebt, wie du gestorben bist. Stolz und kühn. Das kann ich dir nicht verübeln. Mir fehlen deine Geschichten. Doch ich behalte sie in guter Erinnerung.